So, es fängt jetzt an zu stürmen. Es geht jetzt los. Das Schlimmste ist, meine Mutter ist nicht da. Mama, wo warst du? Sag mal, spürst du bei der Bitte rauszugehen? Es wird gleich gefährlich. Ich dachte, du unten beim Briefkasten nachgucken, hast du so formuliert. Du hättest so sagen müssen, Alex, ich bring den Brief weg. Ja, okay. Aber du hast wieder verkehrt gesagt zu mir. Ich habe es wieder nicht verstanden. So, jetzt richten wir alle Augen nach da. Boah, es kommt jetzt einen sehr starken Aufwind. Ich sehe es gerade live. Wollte mich jetzt nochmal entschuldigen. Ich musste mit meiner Mutter so reden, weil bei dem Wetter rauszugehen ist echt gefährlich. Gerade mal auf dem Balkon mit der Aufnahme. Nur gut, dass die Zelle weit weg ist. Hier vorne sind nur halt nur so harmlose Wolken. Tun das mal näher ran, da ist der Fokus wieder scheiße, ist nicht mehr. Direkt über der Stadt Meschede bildet sich diese Zelle. Nein, die hat sich hier im Baum hingesetzt, aber Holderdrossel. Leider kann man die nicht sehen. Oh. So. Man merkt, dass viele schon Angst kriegen vor dem Wetter. Der Wind kam ja schon, der starke Aufwind.
Was? What the fuck? Da hinten ist ein Flugzeug. Und der fliegt zum Glück aus der Zelle raus. Schon mal gut. Das da, der dir funnelt, was dazwischen sieht, das ist ein Tornadotrichter. Ich nehme jetzt live einen Tornadotrichter auf. Wow. Hammer. Komm, lass das sich weiterbilden. Komm, Baby. Komm, Baby. Du schaffst das. Komm, lass dich weiterbilden. Ich gebe dir live einen Tornado-Trichter auf. Ich könnte meine Füße küssen dafür. Oh, lass dich bloß nicht auflösen. Löse dich bloß nicht auf. Sein braver Trichter. Sein braver Trichter. Nein, der löst sich jetzt auf. Definitiv. Warum? Weiß ich nicht. Oder der wird länger. Fokus ist wieder mal scheiße. War auf jeden Fall einer ein kleiner. Ja, der hat sich komplett aufgelöst. Nee, das kann nicht sein. Schade, ich hätte mich so. Ja, das war jetzt ein kurzes Vergnügen. Toll. Egal. Aber es war auf jeden Fall ein kleiner Tornadotrichter. Der wollte sich hier bilden. Ich hoffe, für euch war der Fokus nicht scheiße gewesen. Oder blöd gewesen. Das war auf jeden Fall. Das sieht man ja das Nachspiel noch. Das war einer. Und im Meschede gab es schon mal vor kurzem Tornado im Bluggelscheid. Aber wenn der Fokus nicht dauernd abspackt, müssen wir jetzt abwarten. Das war definitiv einer. Ein kleiner, nur Funnel kann man sagen. Also, ich muss euch schon sagen, wenn es so kommen sollte, gibt es ja auch sehr wahrscheinlich auch noch eine Tornado-Gefahr. Oh Gott. Gott, Gott, Gott. Aber die Funnel, die jetzt gerade war, der Twister, der Mini-Twister war nichts. Er hat sich leider aufgelöst. Wie schade, schade, schade. Also, der wollte ja größer werden, aber er hat sich aufgelöst. Kommt ja darum, was wir Berge haben hier.
Ist das jetzt Regen oder rascheln jetzt nun die Bäume? Was haben wir denn hier? Eine Taube, die rumflattert. Und da kommt sie nochmal. Macht die einen extra lang oder was? Echt, ey. Mann, das sind ja Vögel. Der hat sich wieder auf das Dach hingesetzt, um mich zu beobachten. Die Taube, echt. Na, 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 na. Jetzt guckt die jetzt. Taubengurren eigentlich. Ich kann schon nicht mehr stehen, Freunde. Ich setze mich jetzt mal hin. Ich kann schon nicht mehr stehen.
Habt ihr das gehört? So, das ist jetzt erstmal die erste Partie. Das ist jetzt mehr verdunkelt. Bis dann erstmal.